Das Klima variiert je nach Region von Namibia, aber das Land wird im Allgemeinen als subtropisch erkannt. Am geologischen Maßstab erkannten wir 5 Regionen. Das Zentralplateau, das Namibwüste, das große Randstufen, das Buschfeld und die Kalahari-Wüste. Jede Region hat ihre eigene Flora und Wetterbedingungen, die sie einzigartig in Namibia macht. Die Zentralplateau befindet sich im Zentrum von Namibia, das hat die meisten Einwohner und Ackerland. Die Hauptstadt Windhoek findet sie hier. Es kann bis zu 40 Grad im Sommer bekommen und kann über Nacht unter den Nullpunkt einfrieren in das Winter. Die Namibwüste ist ein riesiges Stück Land, reich an Sand und Dünen, die entlang der namibischen Küste erstreckt. Es ist extrem trocken und heiß, mit starken Winden, das Sand mit sich mitbringt. Dieser Wind macht die größte Sanddünen der Welt, sondern auch Sandstufen. Das große Randstufe ist ein felsiges Gebiet mit wenigen guten Boden. Weiter in Landesrinnen du gehst, desto heißer ist es. Die Mengen an Pflanzen und Bäumen in diesem Bereich variiert, aber in der Regel gibt es nicht viel Flora. Die Buschwelt ist eine Steppe entlang der Angola-Grenze, ein Gebiet, das viel mehr Regen bekommt. Deshalb ist es lebendiger als in anderen Bereichen. Während der Regenzeit ist dieses Gebiet eine große, aber flache See, wo viele Vögel des Lebens. Die Kalahari-Wüste ist eine Wüste auf der östlichen Seite von Namibia, die gerade so heiß und trocken wie die Namibwüste ist. Es ist berühmt für die riesige Menge von verschiedenen Arten von Pflanzen in der Wüste, wenn sie durch Winter regnen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Namibia ein enorm abwechslungsreiches Klima hat, obwohl es sehr heiß ist.